Und hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Und zwar auf Timolia. Ja, da schaut doch der Schneemann ganz verdutzt rein. Ist ja der Wahnsinn, nicht? Schon wieder, ja. Ja, und wir sind schon wieder Level 31. Und was entscheiden wir denn heute mal? Wir haben Schaufeln genug, wir haben Spitzhacken genug. Bald brauche ich tatsächlich eine neue Efficiency, aber wir haben genug. Ein Unbreaking 3 und eine normale noch. Und hier meine Super Efficiency 5 Fortune. 3 Spitzhacke, die Fortune behalte ich aber noch auf. Ist schade, dass wir keine Fortune haben, aber brauchen wir eigentlich nicht. Fortune 2, Silk Touch und Fortune 3 Efficiency 4. Smite, das Ding haben wir auch genug. Bogen brauchen wir eh nicht. Und Federfolien haben wir auch gut. Tja, was enchanten wir jetzt da? Vielleicht enchanten wir uns ganz einfach nochmal einen Helm. Ist ja egal. Und wir probieren es beim vierten Mal, wie viel Erde wir dabei haben. 1, 2, 3, 4. Und wir entdecken einen Aqua Infinity Fire Protection 3 Helm. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann man lassen, ja. Schon langsam geben wir der Platz aus und tun wir die ganzen guten Sachen hier rüber. Was so Schuhe und so wie direkt. Genau. Ja, heute schauen wir uns mal an, was ich letztens noch gebaut habe. Und ja, ich hab's. Ich hab's. Sagen wir mal so, ich habe ein bisschen viel. Also, ich habe hier unten ein bisschen was geändert. Und ja, ich habe einfach mal die Blöcke ausgetauscht, noch ein paar Lampen hinzugefügt. Und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann erkennen wir schon, wenn wir hier mal so links schauen und rechts schauen, dass wir hier Gold haben und mit diesen Dingen wieder, finde ich, sieht ganz geil aus. Und wenn wir jetzt einmal hier komplett wuhu machen, dann sehen wir, dass hier alles aus Diamanten ist. Ja, ich habe ein bisschen viel Diamanten, ich habe immer noch einen Haufen, also. genau, und ich habe es jetzt so gemacht, ich habe hier noch mal zwei extra Lichter gebaut. Und ich habe ein mit Druckplatten gesteuertes 4x4 Pistentor. Und das war gar nicht so leicht, wie es aussieht. Und ihr seht auch, dass die Lampen angehen und ausgehen, wenn es zu ist oder auf ist. Gefällt mir sehr gut. Und hier musste ich sogar ein Design einbauen, was Redstone-technisch betrifft, was ich selbst erfunden habe. Ja. Ihr wisst denn noch, vielleicht damals hatte ich mal ein Problem in meiner Let's Show-Welt. Da konnte ich nicht mehr. Ups. Musste ich so quasi einen Impuls, das an und wieder ausgeht, aber bei beiden jeweils kurz an und ausgeht oder irgendwie so. Oder was angeht und trotzdem an und ausgeht und ja, was weiß ich. Auf jeden Fall. Erkläre ich euch kurz das System. Hier kommen einmal die Druckplatten von da und hier einmal von der anderen Seite. Die gehen hier rum. Und hier geht es dann in einem. Ja, in einem Piston, der quasi nur ganz kurz ausschlägt. Der sorgt dann dafür, dass hier drauf, drunter ist eine Torch, der sorgt dann dafür, dass hier quasi einmal in zwei verschiedene Torches gehen, einmal in Worded und einmal an und einmal aus, sagen wir so, ist einfacher für mich. Und beides geht in einen Pulse Limiter oder Pulse Shortener, wie auch immer man es aussprechen möchte, oder keine Ahnung, ob es noch einen Unterschied gibt. Und einmal ist es an und einmal ist es aus. Aber hier da vorne ist es trotzdem beides mal aus. Und warum das so ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Hier ist es aus, deswegen ist das an und das sorgt dafür, dass die Torch aus ist. Und hier ist das an, das ist die Torch aus, aber dafür ist der Repeat an. Naja, genau. Das heißt, beides sind an. Im Prinzip hier vorne zumindest, aber hier sind sie aus. Wenn ich das Ganze jetzt umswitch, entsteht ja hier ein Delay. Und somit sind die kurz an und dann wieder kurz aus. Und deswegen entstehen hier quasi so ein Signal und das sorgt dafür, dass das quasi hier umswitcht. Denn das Problem war, wenn ich das nur gleich hier angeschlossen hätte, ich müsste immer zweimal über dieselbe Druckplatte gehen, weil wenn ich einmal drüber gehe, geht's auf. Wenn ich nochmal drüber gehe oder auch über die andere, passiert gar nichts. Es sind quasi zwei Pulses nötig. Und das ist im Prinzip das hier. Und ja, das sorgt quasi dafür, dass ich, wenn ich einmal drüber gehe, dass es aufgeht und wenn ich gleich nochmal drüber gehe, dass es wieder zugeht. Vorher hätte ich dann rauf, auf, nochmal drauf, nix, nochmal drauf, wieder zu.
Also ein bisschen komplizierter. Genau. So, wir machen das wieder zu. Dann porte ich mich kurz nach oben. Das geht für mich wesentlich einfacher als jetzt wieder hier hochbauen. Genau, dann schauen wir dann nochmal kurz runter. So, und jetzt ist es natürlich gerade offen, das heißt, wir machen es nochmal kurz zu. Genau, so ist es quasi im Ursprung. Hier seht ihr auch noch, die Türen funktionieren auch noch. Auch leicht verzögert, wobei ich nicht genau weiß warum. Und ja, wenn man hier durch will, geht das hier auf. Manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer. Und wenn ich hier wieder drüber gehe, dann geht es wieder zu. Und hier ist wieder Licht an. Genau, und hier sind wir das letzte Mal verblieben. Soweit habe ich es jetzt mal gemacht, wie es quasi hier alles schön ausschaut und so. Und ja, heute habe ich ein paar verschiedene Pläne. Und zwar, ich möchte in einem von denen einen Zugang zu einer Slime Farm haben. Ich brauche zumindest einen Chunk, wo ich Slimes habe. Und das werden wir heute herausfinden. Und zwar werde ich mir die Koordinaten halt so anschauen und den Seed von der Map. Und dann werde ich das in diesen Slime Chunk Finder eingeben und dann schauen wir mal, ob wir hier einen Slime Chunk haben. Ich hoffe es. Denn ich habe nur noch, keine Ahnung, 16 Slimebälle und nur noch 16 Sticky Pistons. Die habe ich für diese 4x4 Pisten dort ganz schön verballert. Genau, außerdem möchte ich euch noch was ganz Cooles zeigen. Und zwar, es gibt einen neuen Spawn. Ja. Der sieht jetzt hier aus. Oder so aus. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, hier waren wir schon mal kurz. Das ist dieses Space-Raum-Schiff, wie auch immer. Sieht relativ geil aus. Und ja, natürlich erstmal schauen, ob wir wieder Money bekommen können. Yay. Und hier ist es, es hat ein bisschen was hat sich geändert. Hier geht es zu den ganzen Portalen. Das ist ziemlich cool hier. Wird mir so gespeedet. Manchmal schafft man es bis vor. Das ist nicht der richtige Gang. Das heißt, wir gehen wieder in diese Richtung. Ganz so gut kenne ich mich noch nicht aus. Timolia Portals, da müssen wir lang. So, genau. Und hier sind quasi alle möglichen Portale. Und ja, das habe ich vorher auch gemacht. Da oben kommst du nirgendwo raus. Das probieren schon mehrere. Da steht oben dann noch im Bau. Und ja, jetzt muss ich mal kurz noch weg und dann komme ich aber gleich wieder. So, und da bin ich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Ja, wir waren dabei, dass ich euch das erkläre hier, was das hier so ist. Hier sind wir ja quasi bei Random Sing. Und hier kann man sich jetzt halt mittlerweile kostenlos sozusagen zu jedem Ort porten. Ich glaube, bis auf zwei Orte lässt sich's nicht kostenlos sein. Alter, sieht geil aus. Das Blöde ist, wir befinden uns hier in Wolkenhöhe. Und deswegen sind hier manchmal so Wolken. Ich finde, sie hätten das noch höher setzen sollen. Wäre besser gewesen. Wenn mit den Wolken schießt, ist das echt scheiße. Downtown. Hier kommen wir, glaube ich, jetzt bei unserem Old Spawn raus. Genau. Das ist quasi unser Old Spawn. Hier ist nach wie vor alles wie gehabt. Bis auf das Schild. Wenn das noch da gewesen wäre, wäre das schön. Ja. Hier kommen auch nach wie vor zu anderen Dinge gehen. Wie gesagt, hier haben jetzt sind jetzt die Preise removed worden. Und ja, Pandora war ich gerade eben vorher mal 25. Sunwheel 25, ja, das sind noch so Sachen. Tutorial, da war ich noch nie. Error, hold info. Okay. Dann schauen wir mal vielleicht Flugzeug. Ah, da kommen wir glaube ich hier raus. Was? In der Luft? Wow. Ne, ich dachte eigentlich, dass man hier... Ah, cool. Auf dem Flughafen rauskommt. Also natürlich auch geil. Nur was will man denn hier eigentlich dann? Wenn man hier nichts machen kann. Gibt's vielleicht hinten noch irgendwas? Ah, hier kann man auch noch rausklettern. T für Timolia, das war ja klar. Nur wo sind wir hier eigentlich? Ah, das ist der Spawn. Das überleben wir nicht. Aber man wundert es gerade, ob man das da sieht. Das heißt, wir gehen da mal kurz so, schauen, vielleicht bin ich schon wieder eine Stunde drauf. Ne, 38 Minuten. Deep Space Mine. Wohneinheiten.
Nee, da wollen wir nicht hin. Ah, einfach geradeaus. Genau. Dann gehen wir nochmal jetzt kurz durch Downtown, genau. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ne. Man sieht nix. Ist natürlich cool. Oh, das war schon das. Ja, es muss das gewesen sein. Also entweder lädt's erst noch oder man sieht wirklich nichts. Was ich beides sehr geil finden würde. Also, beziehungsweise, es lädt jetzt natürlich scheiße, aber... Ja, jetzt wird's gerade hell, das ist natürlich auch gut. Ist geil, wie das zack, auf einmal so hell wird. Aber nee, ich glaube, das Flugzeug sieht man nicht. Ja, das finde ich cool. Aber wie gesagt, das könnte auch einfach sein, dass es nicht lädt. So oder so. Naja. Gut, dann... Ja, gibt's eigentlich nicht recht viel mehr zum neuen Spawn zu sagen. Er hat halt jetzt, ist halt jetzt besser aufgeteilt, man hat hier die verschiedenen Portale, alles fast kostenlos. Dann Farm, Fun Portals. Was war das? So glaube ich war ich noch gar nicht. Ah ja, genau, hier sind die Abbauwelten. Hier kann man einmal, in dem war ich noch gar nicht, da gehen wir jetzt gleich hin. Nether und dann halt Abbauwelt. Finde ich gut, dass sie jetzt das so nah beieinander gemacht haben. Wofür das hier ist, weiß ich nicht. Double Piston Extender. Hier werden wir gleich mal reinschauen, wie gesagt. Schauen wir noch, was wir auf dieser Seite haben. S-Games, nur Games und was haben wir hier? Death Valley. Achtung, Raumzeit für Zerrung, kein Durchgang. Schade. Kein Durchgang, probier es trotzdem, ja, da seht ihr mal. oh, hier geht's noch weiter. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, hier kommen wir zur Redstone Contraption. Ah, okay. Hier kommen wir einfach nur nach unten. Da gehen wir jetzt aber nicht runter, wie gesagt, weil sonst verlieren wir unseren Punkt wieder, wo wir eigentlich hin wollen. Und wir wollen jetzt eben dahin. Genau. Hier funktioniert es gleich. Man geht einfach hier rein, drückt auf den Knopf. Und dann wird man geportet. Ah, da kommt man zu unserem Dingsens. Jetzt müsste man nur noch die Koordinaten wissen. Ich hab doch da einen Screenshot gemacht, oder? Vielleicht können wir da gleich mal unseren Weg zurückverfolgen. Screenshots. Oh Gott, ich habe so viele Screenshots. Nein, 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 nein. Ah, da war es, glaube ich. Ja. X892 und Z-572. Okay, dann probieren wir es doch mal kurz. Irgendwas mit so und so war das. Minus 572, das heißt in diese Richtung und... In diese Richtung. Genau. Cool, kann man da auch einen Hubschrauber mieten? Wahrscheinlich nicht. Andere bauen da gleich komplette Burgen auf. Also, minus 572. Wann kommst du? Wann kommst du? So, minus 572. Das ist jetzt dann ungefähr hier schon. Genau, und jetzt noch auf 700, das wird dann wahrscheinlich das Grundstück genau dahinter sein. Genau, hier ist nämlich das vom Tod was, oder? Todbringender oder was Ted? Ich verwechsel die beiden immer. All Reset. Made by Soap, Sebo, was? Seppo. Interessant. Aber meins müsste jetzt eigentlich dann da dahinter sein. Genau, hier war wieder der eine, der die ganze Zeit diese Meldungen spawnt, bringt. Und hier ist unser Grundstück. Also einfach nur ziemlich weit nach links und ziemlich weit nach hinten. Okay. Gut, dann weiß ich da auch Bescheid. Dann können wir eigentlich wieder spawnen gehen.
Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch irgendwas zu zeigen gibt hier. Hier haben sie es auf jeden Fall weitergehaut. Das war vorher noch nicht da. Und ich glaube, deswegen verlaufe ich mich auch hier die ganze Zeit. Weil vorher musste man immer nach links gehen. Hier ist die eine Map da, wo man so irgendwas machen kann. Was macht der? Ach, die sind, glaube ich, noch nicht angeschlossen gewesen. Genau. Genau, ja, das war es eigentlich soweit hier zum neuen Spawn. Hier kann man mal noch draufklicken. Viel Spaß, wer das noch wissen will. Kann sich hier kurz stoppen nehmen und dann das anschauen. Ansonsten können wir hier noch nach oben gehen, dann kommen wir zum Kontrollzentrum. Auch cool, dass sie das möglich gemacht haben. Jetzt können wir mal hier ein bisschen Control Freak spielen. Und hier sehen wir auch das ganze Teil. Ich würde ganz gerne noch weiter nach oben schauen, aber geht leider nicht mehr. Hey, da ist er ja, The Pan, The Dragon. Pendrag. Vielleicht war es aber eher dem, der mir das Grundstück gegeben hat. Ich weiß es schon nicht mehr. Für mich ist es jetzt schon wieder so lange her. Für euch vielleicht noch nicht ganz so lang. Ich kann mir das nie merken. Genau. Dann würde ich sagen, setze ich mich jetzt ein bisschen an meinen neuen Computer. Ein bisschen mit Redstone hier arbeiten muss. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja. Mal schauen. Ich glaube, ich werde jetzt wie gesagt, das mit den Slimes machen und dann zeige ich euch das da vielleicht sogar in Fullscreen sozusagen. Also bis gleich. So, nochmal einen kurzen Zwischenbericht. Ich wollte gerade eben nachschauen und deswegen stelle ich mich meistens dann immer hierher. Nur was ich jetzt gerade lustig gefunden habe, hier ist offen. Hey! Wir können mal ein bisschen hier quasi sozusagen ins Innere des Ganzen schauen. Und sehen hier mal ein bisschen was über den Redstone-Kreislauf, der hier so aufgebaut worden ist. Ja, hier ist quasi ein eine Speicherzelle, die wird dadurch angesprochen und wird nach einer gewissen Zeit quasi wieder resettet, schätze ich mal. Oder wenn man es halt wieder auf dem Off-Button drückt und dann ist das da hinten der Crusher. Genau. Ganzen Repeater, es ist so krass, wie viel Zeug man da braucht. Genau, einen auf eins, okay. Dann geht's hier wieder raus und hier geht es dann zu den Pistons wieder. Okay. Dann haben wir das auch mal gesehen. Und ich werde jetzt hier dabei wieder warten und werde mir dabei mal hier kurz den Slime Chunk Finder aufmachen. Also erstmal wieder hier Sound aus und dann bis gleich. So, und da bin ich wieder da. Und ich habe gerade eben herausgefunden, dass es auf der Oberwelt, in der wir hier sind, keine Möglichkeit gibt, dass Slime spawnen. Ja, ist natürlich interessant. Ich weiß. Und was auch interessant ist, dass das Sound weg ist. Nein. Es sind quasi, die Slimes sind ausgestellt. Und ohnehin, der Seed ist nicht sichtbar. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal Seed eingebe, kommt hier ein Error. Ich habe zwar gefragt, ob ich ihn bekommen kann, aber und dann eben warum? Ja, wegen Slimes und so. Aber die Slimes sind hier oben in der Oberwelt ohnehin ausgeschaltet. Und sie geben den Seed nicht frei, weil eben dadurch sehe ich da manche Leute die Welt eben im Singleplayer laden könnten und dann mit was weiß ich, X und dem ganzen Schrott hier wiederum hantieren könnten. Und ja, ist finde ich auch richtig so. Wobei, wenn ich jetzt wirklich auf den Seed scharf wäre, ich meine, ich könnte jetzt einfach, glaube ich, ein altes Video von mir anschauen, müsste man halt im Prinzip komplett nochmal durchschauen, bis man halt das richtige Stelle gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einem dieser, keine Ahnung, fünf Togethers, die ich jetzt hier auf dem auf Timole schon gemacht habe damals, dass ich damit hier halt einmal den Seed gezeigt habe, weil damals war ja immer noch, wenn man F3 gedrückt hat, damals hat wurde der Seed ja immer gezeigt. Und von dem her, glaube ich, wäre es kein Problem, den rauszufinden. Aber bringt mir eh nichts und ja. Von dem her, Slimes, wie gesagt, habe ich mir viel. Das heißt, wir werden uns nun mal schauen. Vielleicht können wir nochmal irgendwo ganz günstig welche abstauben. Aber das mache ich, wenn dann so mal privat über den Chat und so. Aber weil im Shop, da kenne ich mich ja. Das ist ja. Wisst ihr, das ist so ein Ding, ja. Da kenne ich mich nicht damit aus. Genau. Ne gut. Dann würde ich sagen, können wir eigentlich wieder was enchanten, denn ich bin wieder Level 30. Ah, übrigens, hier ist ein Kuchen. Habe ich geschenkt bekommen.
Den habe ich jetzt eingestellt und jetzt steht er da. Ist ganz lustig eigentlich. Denn ein Kuchen hat im Prinzip die Eigenschaft von einem Half-Slip. Das heißt, ich kann auf hier dieses kleine Teil kann ich drüber gehen, ohne dass ich springen muss. Ihr seht, ich gehe jetzt erst nur ganz bisschen hoch und dann nochmal. Und dann hier ganz, ganz leicht nur, aber dadurch, dass es hier ein Loch ist, zieht es mich quasi da runter. Das ist ganz lustig. Das heißt, ich kann hier trotzdem einfach drüber laufen. Ohne dass ich gestoppt werde. Nichts kann mich aufhalten. Gut, was entscheiden wir jetzt? Den Rest würde ich sagen. Probieren wir es nochmal mit diesem angeknacksten Brustpanzer-Kacke hier. Und jetzt haben wir hier schon wieder vier. Probieren wir es 17 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, und wir haben Protection 3. Naja, was haben wir hier? Blast Protection. Wo ist der Unterschied? Weiß keiner. Tun wir mal zur Mitte. Weiß man es nicht so genau weiß. Genau, und schon langsam leert sich hier die Kiste. Schuhe würde ich sowieso sagen, dass wir die erstmal noch nicht enchanten, aber... Naja, ihr kennt mich ja. Level 30 hier auf dem Server war ich jetzt schon so oft und... Das Portal Level 30 wirst du so schnell auch ohne der Farm. Wenn du meinen gehst, das Portal in der 1.3, da geht das wirklich ratzefatze hier. Genau. Ich würde sagen, ich werde jetzt wie gesagt unten ein bisschen weiterbauen und jetzt endlich mal die Farm nach unten verlegen. Ich habe mir überlegt, ich möchte wahrscheinlich in diesen Raum möchte ich die... Sag schon. Bambusfarm. Bambusfarm möchte ich in diesen Raum haben. In diesem Raum möchte ich dann eben nach unten gehen und dann unten vielleicht die... ja, sag schon. Pilzfarm und so, was man quasi nicht so oft braucht. Ach ja, genau. Letztens, bevor ihr noch gegangen seid, habe ich hier quasi noch zwei Siliumblöcke gepflanzt und ein bisschen Erde einfach dabei reingetan, damit ich hier quasi ein bisschen was von diesem Silium oder wie auch immer man das nennen will. Jetzt könnte ich das rein theoretisch mit Silk Touch abbauen, aber ich habe eine Silk Touch Schaufel, deswegen mache ich das wieder mit der Silk Touch Schaufel. Ups. Da ist ein kleines Problem gegeben, aber dank Portungsbefehle kein Problem. Und ja, was ich mir gedacht habe, ich möchte gerne probieren, zwei Villager zu bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es möglich ist in der Oberwelt hier überhaupt. Aber wenn es möglich ist, ich werde es natürlich so überfragen und so rausprobieren. Aber wenn es möglich ist, möchte ich gerne hier drin quasi alles ziemlich groß aushöhlen. Und dann im Prinzip hier so ein kleines unterirdisches Dorf für meine Villagers anlegen. Und mit denen dann, ja, die dann quasi sich breeden lassen und dann kann ich mit denen handeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie möglich ist, dass ich quasi da zwei Villager herbekomme. Ich erstens, ich meine, wie soll ich die bitte hierher bekommen? Außer wenn ich sie, keine Ahnung, mit dem Spawn-Egg eben setzen kann, könnte oder so. Also ich glaube, das könnte ich mir eigentlich eher schon wieder ausschlagen, aber es wäre halt cool. Und wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, dann möchte ich hier gerne, ja, probieren, Kühe oder, ja, Kühe, Schweine und, Schafe und sowas hierher zu bekommen und hier dann quasi Farmen, was sowas betrifft, zu machen. Genau. Ich schaue jetzt mal, was ich da so herausfinden kann. Admins sind gerade on und so, dann schauen wir mal, ob das überhaupt irgendwie möglich ist mit meinen Plänen. So, schnell auf hier. Das dauert doch ganz schön lang, wenn man halt, weil ich halt noch ziemlich viele Zwischenteile drin habe und vor allem aufdauert es halt immer lang. Aber es ist halt eh klar. Und dann halt durch die Lags, aber trotz allem geht es relativ schnell. Also, ich schaue mal, was ich in Erfahrung bringen kann und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da bin ich wieder und zwar sind wir jetzt in Farming Town und ja, ich habe so ein bisschen in Erfahrung gebracht, dass man Spawning-Eier kaufen kann. Allerdings, ich habe ihn auch gefragt, ob man auch Dingsens, Villager-Spawn-Eier kaufen kann. Allerdings war da irgendwie ja und nein und das habe ich jetzt nicht so ganz mitbekommen, wie ich das genau gemeint habe, ob das ja jetzt, weil das ja hat er nämlich noch im Chat für mich quasi geschrieben. Und das Nein war dann wieder global. Das heißt, jetzt weiß ich nicht genau Bescheid, ob das beides für mich ist. Was bist denn du, Werner? Bis... So sieht er aus. So, wo kann man jetzt hier was kaufen?
Monster Egg. Aus wie viel kosten die? Also 1000. Villager, 1000, okay. Wir brauchen mindestens zwei. Zack, 2000 im Arsch. Aber somit wissen wir schon. Birnen. ohne gewissen Sklaven und verbotene Tiere. Cool. Salat. Spawn. Mob-Spawner. Und was für einer? Wahrscheinlich dann ganz normal schwarz. Ocelot. Okay, ist natürlich cool. Schaf. 500. Es ist interessant, so viel kosten die jetzt so die normalen gar nicht. Kuh 500. Schwein brauchen wir nicht, da haben wir einen Spawner. Also ich denke mir durchaus, dass wir hier gut was machen können. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Money? Ja, gut. So nicht. Wir haben noch 20.000. Ist nicht mehr ganz so viel, aber wenn wir hier jetzt Hühnchen 2 kaufen. Hier kannst du nichts verkaufen. Also 2 Hühnchen kaufen. Und Schwein haben wir. Kuh brauchen wir 2. Spawner brauchen wir nix. Ocelot brauchen wir nix. Schaf brauchen wir noch 2. Dann haben wir jetzt eigentlich von jedem Teil 2 und somit können wir sie quasi breeden lassen. Wer meint der Hodenkobold? Nix Hodenkobold. Wolf brauchen wir eigentlich nicht. Weil die teleportieren sich eh nur wild rum und was werde ich mit denen? Ja, ich denke, wir haben eigentlich soweit alle Spawn-Eggs dann, ne? Was steht denn hier drauf? Schwein. Ne Spawner Verkauf. Was? Okay. Okay, Mushroom. Ah, da ist quasi die Mushroom-Kuh wahrscheinlich dann auch noch. Aber es reicht eigentlich, wenn wir die eine normale haben. Bringt genauso viel. Genau, wie schaut es jetzt aus mit Money hier? Jetzt wären wir schon ganz schön. Oh, 17.000. Oh. Ja, Mai hilft nix. Sind wir ganz schön runter, wollte ihn fragen, brauchst du jetzt also an Rüstung oder Schwert oder so? Ich brauch gar nichts. Messer, Lini. Faktel. Müsst ihr auch bekommen? Eigentlich nichts. Hab genug. Wobei, er könnte nur Ender Augen slash Perlen brauche ich. Das ist das Einzige, was mir immer abgeht. Ansonsten echt wie viele? Ey, cool. Wow. Speedporting. Ja, ich liebe es, wenn ich rum kommentiert werde. Glas, Sand, wo der hat auch einen fetten. Na, ein bisschen viel Glowstone. Oh, ein Schaf. Irgendwo habe ich ein Schaf gehört. Moment, protecte dich kurz, dich hinzu. Okay. Und jetzt kann ich reinschauen, oder wie? Nee. Was kann ich jetzt dann machen? Kann ich Erde platzieren, oder wie? Nee. Noch nicht. Ey, die hat voll die Schafsfarm hier. Sowas ungefähr brauche ich auch mal. Bau mal, ich soll bauen. Ups. Das war zu viel. Enderaugen, Enderperlen. Wow. Cool.
Das finde ich aber nett von dir. Aber ja, so viele brauche ich gar nicht. Mir reichen eigentlich hier so. Ach. Aha. Hast du also einen Zugang zum End? Naja, gut, immer 32. Wenn er es mir schon so anbietet. Rivertown, Vollmesser, Vollzimmesser. Ah. Aha. Da hat jemand, glaube ich, ein bisschen... bisschen mehr. Oh, ich glaube, der hat deine ganzen XP, sorry. Boah. Extreme Pistons. Erstmal hier wieder ein bisschen leise machen. Wo sind wir hier? Immer langsam, immer langsam, immer langsam. Okay. Achtung, manchmal fallen hier auch die falschen Mobs Creeper rein. Wow! Wie zum Beispiel der hier. XP's farmen Items, oben EP farmen, unten Items. Ah. Okay. Die werden aussortiert und mit Looting bekommst du sehr viel raus. Glaub ich gern. Scheint echt saugeil zu funktionieren hier. Ich will ein bisschen Gunpowder. Ah ja. Yeah! Oh, kein Gunpowder. Was ist da dran? Ah. Okay, ich pack mal lieber kurz die sauteuren Sachen, sauteuer erworbenen Sachen weg. Ja, auf jeden. Eine Spinnenfarm. Ich bin gerade am überlegen. Wo sind wir hier ungefähr? Gibt es hier irgendwo ein Bett? Dann könnte ich hier kurz Homepoint setzen. Klicken. 'Zwangswelt. Okay. Hm. Gibt's hier irgendwo ein Bett? Ich will gern... Alter, Mann, wie viel... Alter, leck mich doch, wie viel Sachen hast denn du? Museum, Insel, Western... Du hast eindeutig so viel Sachen, Mann. Oh, wo ist er? Alter, Mann. Krasser Shit. Wow. 4 Spawner. Geil. Die muss ja noch besser funktionieren als die Blaze Rod Farm. Hm.
Saugeil. Da kommen sie hoch. Oder auch nicht. Jetzt kommen sie hoch. Ist richtig geil hier. Fette Beleuchtung. Soll ich? Ich gehe einfach mal. Yay! Saugeil. Von vier Spawner, hä? Ist schon cool. Ich weiß, wie viel hat der Tim auf seinem? Fünf oder sechs? Es ist so geil, dass sowas überhaupt gehen kann. Ist schon geil. Ups, oh. Wow, glitchy blocks, what the fuck? Wofür ist der Hebel? Mega derbe Hammer, geil. Oh, jetzt ist er weg. Ah, ich werde wieder teleportiert. Ich brauche hier unbedingt einen Spawnpunkt, aber ich kann keinen anderen Spawnpunkt setzen, weil ich sonst nicht mehr zu Blaze spawnen. Folge 20, glaube ich. Da bist du zu sehen. Und dann erfährst du meine ganzen fiesen Pläne, hier einen Spawnpunkt zu setzen. Nee, glaub mit. Alter, du hast so viele Sachen. Netherrack. Ein Button. Ah, okay. Endstone. Ah, okay. Ja, komm her. What the fuck isn't it? Aha, und du hast Erlaubnis, das zu benutzen, oder wie? Ups. Ach du Scheiße. What the fuck? Cool. Ist überhaupt nicht pistenverschwenderisch. Das ist auch geil. Ganze Ofen bauen. Was steht da? Also. Ich verstehe nicht, warum das so viele Leute da an ihre... What the fuck? Ah! Der hat eindeutig zu viele Sticky Pistons, oder? Ist ja Wahnsinn. Wobei, was ist hier los? Fallschirm? Oh, jetzt ist er weg. Ach, hier wird man teleportiert. Ach so, wow, what the fuck? Wow. Okay. Wieso haben die alle so viele eigene Welten? Ups. Speed for the win. Enderman. Verdammt.
Ich hol dich nur ein, ich hol dich nur ein, ich hol dich nur ein, ich hol dich nur ein. Nix geht über Speed. Außer Speed 2. Muss man da wirklich bis ganz nach oben? Oh, komm. Das dauert ja ewig. Und nicht mal ein Geländer. Ey. Ey. Oh, komm, du bist gemein. Schande. Ich hab's gleich. Bin gleich oben. Stunden später fliegt der da einfach hoch. Mann. Das ist vielleicht gemein, hä? Oh, er will es probieren. Darf er gern? Ah. Oder wäre ich ja nur... Oh Gott, da wäre ich ja noch ewig unterwegs gewesen. Ja, wieso habt ihr alle so viel eigene Bauwelten? Wenn das alles euch gehörte, Mann. Nein. Puh. Da ging es kurz bergab. Ich muss mal hier ein bisschen freiräumen. Baue irgendwie einen Block mit dem... Boah, jetzt wäre ich beinahe schon wieder reingefallen. Ich glaube, unter uns sind Spinnen, die uns folgen. Und deswegen auch die ganzen. Boah, krass. Echt übelst weit oben gebaut. Ist jetzt gegangen, oder wie? Nee. Vielleicht meinte das nur 10 Mal. Und da geht die Sonne auf. Ich bin euch wieder runtergefallen. Ups. Ich auch fast. Aha. Und hier kommen dann die ganzen Spinnen raus. Ah, das ist das alte Sorting-System, das auch Doc M verwendet hat. Aber das funktioniert leider nicht mehr. Schade. Nee, noch. Nee, leider nicht. Ich glaube, da unten ist, oder? Hui, Flatsch. Ah, jetzt haben wir keine Enderperlen dabei. Jetzt komme ich nicht darüber. Ah, danke schon. Darf aber die von Pen mit benutzen. Place. Sonst selber hab ich sonst nix. Nur zwei Schweine. Spawner. Genau. So sieht's aus. Ich bedanke mich für die Tour. Aber jetzt werde ich mal die Aufnahme wieder kurz beenden. Und wir sehen uns dann wieder drüben in einer Sekunde. Genau. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück nach einer sehr langen ja, Pause, aber nach einer sehr langen und sehr interessanten Führung. Vielen Dank dafür. Und ja, er hat mir noch ein paar extra Sachen gegeben. Und die werden wir uns nochmal kurz anschauen. Voila! Und das ist nicht alles. Ein paar Enderperlen. Habt ihr gesehen, dann durfte ich mir so viel nehmen, wie ich wollte.
Das sind ja die Sachen, die ich vorher schon hatte. Und dann habe ich jetzt noch einmal so ziemlich jede Schallplatte bekommen. Und er hat mir viel gezeigt. Richtig geil. Danke dafür. Und ja. Die Folge ist jetzt schon wieder sehr, sehr lang. Das heißt, ich werde heute nicht mehr weiterbauen unten. Wir haben jetzt schon mal den Grundstein, das heißt, wir haben schon mal die Spawn-Eggs und wir können uns jetzt auch wieder rumteleportieren, sprich, wir können auch Ender-Chests machen und so. Und ja, das nächste Mal werden wir hier definitiv weiterarbeiten. Hoffe ich zumindest, dass wir dazu kommen. Es ist echt krass, ich komme hier auf den Server sofort. ja, hey und so. Ist schon cool. Danke dafür. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder eine bisschen längere Folge. 45 Minuten dürft ihr jetzt haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, habt ein bisschen was gesehen. Es war mal wieder ein bisschen sowas wie spazieren gehen, ein bisschen so andere Häuser sehen und so. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin melde ich mich wieder ab. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Hungrebscreme sagt Servus. Tschaußen. Subscribe.